die Sounds manchmal. Geronimo! Scheiße. Eigentlich egal, welchen Eingang ich nehme, oder? Dauert beides lange. Jetzt. Erledigt. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt. Wenn du Zeit hast. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. Zeig mal, was du so hast. Alles klar. Alles klar. Deliverer. Das denn? Signal ins Interceptor Plans. Ach, das ist das, was hier der Supermutant gezeichnet hat, oder was? Ja, süß. Mit Knife,
Ghost Rifle. Den irgendwas rüberschieben. Ja, willst du die haben? Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Gute Arbeit in Augusta. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Unwissenheit. Aber ein Harnisch? Also Gurtzeug kann ich da glaube ich gar nicht upgraden, oder? Mit Fieber. Mit ballistischen Fasern. Da komme ich ja nie auf Rüstung, ey. In der Nähe von Diamond City. Cool. Das gefällt mir. Will ich den jetzt eigentlich schon haben oder nicht? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Teleporter hier hinbaue? Kommt die Railroad trotzdem denn hierher oder was?
haben sie ja gleich verkackt. Was ist das denn schon wieder für ein Glitch? Ich kann unter Wasser laufen, als hätte ich eine Power Armor an, ey. Ah, jetzt ist wieder weg. Ich mach das doch nicht mit Absicht, Mädchen. Ah, ich habe jetzt mal einen Clip davon gemacht, weil sonst macht das ja wieder keiner. Also habe ich das schnell gemacht. Richtig? Richtig. Also Clipfolie. Haben Sie die? Sag mir, was ich tragen soll. Eine recht ungewöhnliche Stelle hier oben, oder? Also wirklich weit oben ist das ja auch nicht. Hätte er hier die Tür schon wieder zugemacht?
Okay, machen wir anders. Komm ich irgendwo eine Wand hoch? Sieht schlecht aus. Ich komme vielleicht da auch auf. Probieren wir mal. Vielleicht klappt das ja. Sicher ist sicher. Glitschen war doch okay, oder? Ich kenne so da, wie ich gerade sehe, aber warum ist die Tür eigentlich dann wieder zu? Wait for Dr. Mari. Oh, cool. Dr. Mari ist fertig. Beziehungsweise Glory ist da. Warte mal, wurde Glory jetzt einfach hin teleportiert? Weil die war ja gerade noch bei der Railroad, ne? Wenn wir mal Jamaica Plänchen holen. Lümum? Was? Hallo Mike. Wie meinst du hier mit Glühwürmchen? Mit. Der ist am Glühen hier. Nur wenige würden mit einem Ghoul reisen, selbst wenn er mein Charisma hätte. Ja, schon wieder die Frames brechen zusammen bei euch. Ganz schön still hier. Fallout arbeitet ja da so ein bisschen anders, ne? Der Loot wird ja gleich ausgewählt, sobald der Gegner spawnt. Das ist ja zum Beispiel bei Skyrim ganz anders. Da wird ja der Loot erst gewürfelt, sobald der Gegner stirbt. Kann es deswegen sein, dass wenn jede Menge Zeug spawnt, dass dann das Spiel so
FPS-Einbrüche hat und OBS auch. Die ganzen FPS-Einbrüche denn? Das würdest du mir jetzt erklären. Wieso, weshalb, warum? Es gibt bessere Wege, sich lahmzulegen. Du musst das nicht schleppen. Hey, hab was entdeckt. Hä? Ein bisschen Chat wäre jetzt nicht schlecht. Lol, was war denn das? Ist der gerade umgefallen? Warum ist der hier eigentlich gerade explodiert? Ich hab ja gar nicht auf seinen Arm geschossen. Ich wollte ja den Mini-Nuke haben, weißt du? Aber kann man den nicht eh selber herstellen? Leiden und bluten! Leiden und bluten! Das mache ich mit dir jetzt. Pass auf. Tschu, siehst du? Du leidest und blutest. Wie schön. Ich habe wirklich sehr wenig Blutsamples, ne? Mir aufgefallen. Also im Gegensatz zu den technischen Dokumenten, ne, kriege ich ja hier bluttechnisch. Super selten, ne? Den gerade hauen? Dieses Mal hast du nicht überlebt, meinst du? Das stimmt. Linie dran machen. Muss ich auch eine Mühle aufstellen? Damit? Ah, nee, aber. Ich soll den Scrap mitnehmen, ne? Das war das. Schlafen schon wieder alle im Chat, wa? Das ist nur das Wartezimmer. Mit dem Leid anderer war wohl echt gut, Geld zu machen.
von 5 Diagnosen empfehlen Ärzte eine gute Tasse Tee und viel Ruhe. Bleiben Sie bitte... Er wollte mich gerade angreifen. Der hat eine Fehlfunktion. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Setze Suche nach Flüchtling fort. Der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Ja, definitiv. Das bin ich. Bewaffnet und gefährlich. Warnung, gefährlicher Flüchtling unterwegs. Versuchen Sie nicht, ihn festzunehmen. Das ist die Plage. Gut, dass das erledigt ist. Keller? Ich dachte, wir fahren nach oben. Geschafft. Geschafft. Noch ist er lieb. Ich werde ihn mal trotzdem weghauen. Es gehen eigentlich alle gerade in Flammen auf. Meine Waffe macht da gar keinen Feuerschaden. Stehen bleiben. Hast du ihn irgendwo gesehen? Noch nicht fertig. Was? Das war's? Um ihre Mitte. Dabei wird gebeten. Dankeschön. Das heißt wohl Abschied nehmen.
das Verfallsdatum aber deutlich überschritten. Ja, du zum Beispiel. Ist er erst Ghoul? Und ausgerechnet er muss das sagen, ne? Dann speichern wir kurz, wenn wir wissen, wo es hier lang geht. Zweiter Stock. Das wär's. Cool. Eine Mini-Duke hat er dabei gehabt. Was ist denn das für ein Patient? Bringt erst mal eine Mini-Duke ins Krankenhaus, ey. Kranker Scheiß hier. Was war denn mit deinem Bettnachbarin? Oder warst du alleine auf dem Zimmer? Die auch noch Mini-Nuke dabei. Alleine selbstverständlich. Naja. Privatpatienten, ne? Du solltest dich mal von etwas Beute trennen. Hat er schon zu Nessa gesagt, pass mal auf, nicht, dass sie dich einen Tag mehr haben drin lassen, damit sie, mehr kassieren können. Was ist denn das für ein dummer Crash? Ich wollte doch gerade bloß... Ja, ich glaube, das Spiel hat sich wieder vollgefressen. Irgendwann frisst sich das Spiel einfach voll. Gut, dass ich vorher nochmal gespeichert habe. Haben wir nur ein paar Minuten verloren. Zweiter Stock. Okay, inwiefern eine bessere KI?
Was soll die denn können? Seiner Meinung nach. Denke mal, die wollen eine, die nicht dauernd die T-Boost macht und vielleicht auch mal gefährlich wird für den Spieler. Naja, kommt halt immer drauf an, wie du auch die Leute programmierst, ne? Wie schön. Ich meine, wenn du denen immer noch die Fähigkeit gibst, in Deckung zu gehen, aber du trotzdem noch voll easy die in der Deckung killen kannst, weil sie halt immer vorluschern, anstatt sie nicht einfach mal so die Waffe, also hier hast du so die Deckung, dann einfach mal die Waffe, sodass du nur noch die Hand hast oder so, die du treffen kannst. Aber die neue KI, würde ich mal sagen, wird dann eh obsolet. Es sei denn, du spielst von vornherein ohne Vets. Aber wenn du mit Vets spielst, kann auch die KI... So, scheißegal, ob die gut oder schlecht ist. Weil durch den Vets bist du doch eh Gott. Sixteen times better KI. AI meine ich. 16 times AI. Hä? Oh nee, nicht kommen, Wolf. Was will ich denn da draußen? Hier sind wir. Jetzt gibt's schon Santa Claus Hats. Really? Von dieser Seite bekomme ich sie nicht auf. Ja. Von dieser Seite bekomme ich sie nicht auf. Klar, kriegen wir sie von dieser Seite auf. So spare ich mir den ganzen Weg. Muss ich nur kurz warten, bis Jet wieder weg ist. Er hat etwas Positives gesagt. Neue Engine? Besser die Community ist außer sich. Okay, jetzt nochmal auf Deutsch bitte. Nett.
Ach so, besser, Komma, die Community ist außer sich. So meinst du das, oder? Tja, was nehmen wir denn da? Die Mini-Nukes? Oh, hier, die Fusion-Cores. Was ist denn jetzt was? Was muss ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt links drücke, dann geht rechts kaputt, oder wie? Ah, okay. Obsidian Entertainment soll das neue Fallout wohl machen. Habe ich denn nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt? Komm. Habe ich gestern erst gesagt oder vorgestern, ne? Dass die das machen werden. Endlich mal eine gute Nachricht, oder? Endlich mal. Yes, Obsidian. Okay, die Frage, die dann natürlich übrig bleibt, nutzt Obsidian vielleicht die Outer Worlds Engine oder benutzen sie die alte Creation Engine? Verfallsdatum aber deutlich überschritten. Aber es ist echt coole Nachrichten. Freue mich drauf. Also die machen jetzt nicht nur einfach nur so eine Art DLC wie Nuka World, oder? Also die machen Nuka World sag ich schon, wie New Vegas, oder? Von wegen, dass sie die ihre Engine nehmen und dann einfach nur ein bisschen was drauf aufbauen, eine neue Karte und so bauen. Die machen schon ein richtig neues Spiel, oder? Tess hat ja gesagt, dass sie noch in der Designphase sind. Und er traurig ist, dass so lange zwischen Skyrim und Tess 6 liegen wird. Was meint er damit? Außerdem ist er stolz drauf, dass die Marke Tess immer noch so gut ist. Ja, ich weiß auch nicht, hat der irgendwie so. Alter, was nützt da für eine Spinne? Sieht aus wie so ein Mimik vom Prey oder so. Oh weia, ey. Die hat schon so kaputt, ey. What? Wie ist denn der hier gerade durch? Junge, wie bist du gerade? Ich bin's nur, der kleine Mr. Handy. Kein Grund, dachte ich mir schon. Doch nichts hier.
Ich speichere lieber nochmal. Ja, das stimmt schon. Also Skyrim lebt nur wegen den Mods. Ich würde aber auch mal behaupten, dass Fallout 4 auch mehr oder weniger nur wegen den Mods noch halbwegs überlebt. Weil wenn du mal überlegst, ich habe fast 50 Mods drauf. Viele sieht man auch gar nicht so wirklich, ne? Aber die tweaken halt das Spiel so im Hintergrund. Was das Spiel dann halt noch ein bisschen spielenswerter macht. Cool. Also ich habe zum Beispiel eine Mod drauf. Die könnt ihr nicht sehen, weil ihr nicht wisst, dass es sie überhaupt gibt, glaube ich. Weil normalerweise ist es doch so, dass du mit dem Mausrad. Normalerweise ist es ja so, dass man mit dem Mausrad raus und rein zoomst kannst. Auch jetzt hier von der Ego-Perspektive in die Third Person. Habe ich aber eine Mod drauf, die das ausschaltet. Also ich kann jetzt so viel Mausrad bewegen, wie ich will. Es passiert gerade nichts. Ich muss V drücken, wenn ich in die dritte Perspektive möchte. Und erst dann klappt das mit dem Mausrad. Mit dem Weg- und Ranzoomen. Ich kann aber nicht von der dritten in die Ego-Perspektive mit dem Mausrad wechseln. Da muss ich wieder V drücken. Das ist zum Beispiel eine Mod, die ich drauf habe. Weil mein Mausrad stellenweise sehr empfindlich ist und die ich dann ständig immer hin und her gewechselt habe. Bis ich mir dann die Mod draufgezogen habe von wegen, ey, wechsel nur, wenn ich V drücke und nicht, wenn ich mit dem Mausrad da irgendwas mache. Das ist zum Beispiel eine Mod, die ich drauf habe. Alltagstorte. Hiebgarstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Weißt du? Oder ich habe zum Beispiel eine Mod drauf. Ich lese mir gleich den Text noch durch. Ich habe zum Beispiel noch eine Mod drauf. Dass wenn ich irgendwas aufschließe, zum Beispiel eine Truhe oder sowas, dass dann da nicht automatisch das Loot-Fenster aufgeht. Habe ich zum Beispiel auch eine Mod drauf. Dass nicht das Loot-Fenster dann aufgeht. Das sind also Mods, die so einfach nur, ich sag mal, entweder ein Feature geben oder ein Feature verändern, je nachdem, ne? So, was hat denn mein Supermod geschrieben? Mein Gasm. Gasm ist ja 10 Jahre alt, das stimmt. Und das Neue braucht safe noch 4 bis 6 und das. Das macht ihn traurig, dass zwischen Teil 5 und 6 eine Generation Menschen liegt. Nee, es macht ihn nur traurig, weil er... Weil er wieder weniger Kohle kriegt, meint er wohl. Ich glaube den kein Wort mehr, egal was der erzählt. Kann sagen, was er will, ey. Da habe ich ja schon schönere Bombenkrater gesehen. Ich schau jetzt mal da drüben nach. Das Problem ist, Todd ist ein Meister der Täuschung. Aber anders kann man es nicht sagen. Der hat schon so viele Menschen getäuscht und vielleicht sogar manipuliert, ja. Ich glaube den kein Wort mehr, egal was er sagt. Das wär's.
Also wenn es wirklich wahr ist, ne, mit Obsidian und so, ich freue mich da wirklich drauf, weil da weißt du wenigstens, du kriegst so einen gewissen Qualitätsstandard, ja. Der deutlich höher ist als der Qualitätsstandard von Bugfester. Also da können wir uns, glaube ich, alle drauf einig sein. Was ich mich natürlich jetzt nur frage, benutzen Sie jetzt die Fallout 4 Engine? Beziehungsweise denn die verbesserte Creation Engine? Oder nutzen Sie Ihre eigene Engine? Alles klar, Mädchen. Bis gleich. Also hier irgendwo liegt noch Mr. Handy hier rum. Das war damals bestimmt lustig. Als wäre eine Granate explodiert. Als wüsste ich, was zu tun ist, wenn ich was gefunden hätte. Nein, nicht laden, speichern und runter. Also hier irgendwo schwirrt noch ein Mr. Handy rum. Gott, er ist gelootet. Ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, einen Ort zu betreten, raus und wieder rein. So dass alles denn spawnt. Habe ich das Gefühl. Aber ich war hier nämlich schon. Ich habe hier schon fleißig weggelootet. Auf einmal sind hier zwei neue Gegner. Und so weiter und so weiter. Selbst hier. Ne? Auch schon wieder eine neue Nuke. Nuka-Cola meine ich. Das müsste man wirklich mal machen. Das Wartezimmer mit dem Leid anderer war wohl echt gut, Geld zu machen. Ah, oh Mann, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Nochmal runter, ne? Genau. Hier ist auch schon wieder Loot drinne. Jamaica Plain. Zumindest mal. Ja, aufdecken nicht vielleicht. Vielleicht doch gleich mal reinigen.
Bibi, willkommen zurück. Soll ich eigentlich WZ sagen? Eigentlich schon, war WZ. Gegen wen habt ihr gerade gekämpft?